Lisa ist wieder unterwegs und diesmal trifft sie die Riesen der Arktis. Die weißen Schneefelder der Eisschollen vermischen sich am Horizont mit den Wolken und der graue Himmel verbindet sich unauffällig mit dem ebenso grauen Meer. Nicht weit entfernt vom Wasserrand hält sich eine große Gruppe von Tieren auf. Die Riesen der Arktis. Hallo, Walross, spricht Lisa einen von ihnen an. Sag mal bitte, wie lebst du hier in der rauen Arktis? Sehr gut. Wir lieben es, auf den Eisschollen auszuruhen und in das eisige Wasser zu tauchen. Warum hast du denn so lange Schnurrhaare? Sie helfen mir, meine Nahrung auf dem Meeresboden zu finden. Ich ernähre mich ja hauptsächlich von Muscheln und verschiedenen kleinen Fischen. Aber was hat das denn mit den Schnurrhaaren zu tun? Sie sind zwar steif, aber sehr empfindlich. Ich tauche ganz bis zum Meeresgrund hinab und fühle mit den Schnurrhaaren den Sand ab, in dem sich die Krebse und Muscheln verstecken. Aber wie gräbst du sie denn dann aus dem Sand aus? Du hast doch überhaupt keine Pfoten. Das stimmt. Ich habe keine Pfoten. Aber der Schöpfer hat mir zwei große Stoßzähne gegeben. Sie sind circa 40 cm lang und 5 cm dick. Sie sind sehr stark. Mit diesen Stoßzähnen grabe ich wie mit einer Hake den Grund um und mit meinen vorderen Flossen sammle ich die aufschwimmenden Muscheln auf. Aber wie holst du die Weichtiere aus den Muscheln heraus? Gar nicht. Ich esse sie zusammen mit den Muscheln. Jeden Tag esse ich mehr als 3000 Stück. Wow! Walross, deine Stoßzähne, sind das echte Zähne? Ja, das sind zwei Vorderzähne. Sie sind einfach sehr groß. Und die anderen Zähne? Die anderen Zähne sind normal groß. Mit ihnen kaue ich. Warum sind denn die vorderen so gewachsen? Na, weil es der Schöpfer in seiner Weisheit so vorgesehen hat. Ohne diese Stoßzähne könnte ich nicht überleben. Der Schöpfer hat sogar dafür gesorgt, dass sich die Stoßzähne, wenn sie wachsen, um den Unterkiefer biegen, damit sie nicht stören. Walross, wofür brauchst du die Stoßzähne denn noch? Ich benutze sie, wenn ich aus dem Wasser auf die Eisschorle klettern möchte. In dem nördlichen Atlantischen Ozean, in dem wir leben, schwimmen immer viele große Eisschorlen. Wenn ein Walross vom Schwimmen müde wird, krabbelt es auf eine Eisschorle, um auszuruhen. Und wie helfen euch die Stoßzähne dabei? Wir schwimmen an die Eisscholle heran, stoßen uns mit den hinteren Flossen aus dem Wasser und klammern uns mit den Stoßzähnen an den Rand der Eisscholle, wie mit Haken. Dann legen wir unsere Vorderflossen auf den Rand der Eisscholle und wuchten uns mit Hilfe unserer kräftigen Nackenmuskulatur auf die Schorle. Wir könnten ohne unsere Stoßzähne in der Tat nicht überleben. Ich habe gehört, dass Eskimos die Walrosse Tiere, die auf den Zähnen gehen, nennen. Warum? Na, weil wir uns mit den Stoßzähnen an das glatte Eis klammern
und uns so fortbewegen. Wie sollte es denn auch anders funktionieren? Die Stoßzähne dienen uns auch zur Wehr gegen wütende Eisbären. Die Eisbären schwimmen auch hier in den arktischen Gewässern und wandern über die Eisschollen. Sie fürchten sich vor unseren Stoßzähnen. Vairos, wie viel wiegst du eigentlich? Ungefähr 1,5 Tonnen. Wow, das ist ja heftig. Kannst du eigentlich schnell auf dem Eis gehen? Und wie? Ich renne auf dem Eis schneller, als du laufen kannst. Aber wie? Du hast doch gar keine Beine. Dafür habe ich starke Vorderflossen. Sie haben unten eine Art Fell und rutschen darum nicht so schnell. Ja, ich sehe, sagt Lisa, der Schöpfer hat dich gelehrt, sowohl auf die Eisschollen zu klettern, als auch noch auf ihnen zu laufen. Um im arktischen Ozean zu schwimmen, braucht man auch eine besondere Ausrüstung. Manchmal schwimme ich sehr lange in den eisigen Wellen und werde müde. Aber es ist nirgends eine große Eisscholle zu entdecken. Und was machst du dann? Fragt Lisa neugierig. Für solche Fälle hat Gott uns mit einer speziellen Schwimmblase ausgestattet. Das ist ein Luftbeutel, der sich unter unserer Schnauze befindet. Wenn ich müde vom Schwimmen bin, blase ich ihn voll und er hält mich über Wasser. Dann kann ich mich ruhig ausruhen und sogar schlafen. Das ist ja toll. Die Luftblase ist also so wie ein Rettungsring. Aber erfrierst du nicht, wenn du einfach so in dem eisigen Wasser liegst? Nein, ich habe unter der Haut eine Fettschicht von ungefähr 10 cm dick. Oh, das ist ein guter Schutz vor der Kälte. Interessant. Und wie schwer wiegt deine Fettschicht ungefähr? Ungefähr 400 Kilogramm. Das ist echt nicht wenig, denkt Lisa. Ja, bei kaltem Wetter ist es sehr gut, so eine Fettschicht zu haben. Aber wenn ich zu fett werde, fällt es mir schwer zu tauchen. Warum das denn? Fragt Lisa. Na, Fett ist leichter als Wasser. Wenn also ein fetter Walrossbulle taucht, treibt ihn das Fett nach oben. Aber er muss ja tauchen und das sogar ganz bis zum Boden, denn dort wartet auf ihn ja das leckere Essen, ohne dass er nicht lange leben kann. Ist das denn sehr tief? Ungefähr 50 Meter. Das heißt, wenn man zu fett wird, kann man nicht bis zum Grund tauchen. Und dann hungerst du? Nein, der Schöpfer hat mich gelehrt, wie ich aus dieser Situation herauskomme. Ich schlucke Steine und werde so schwerer. Und wenn ich abgenommen habe, spucke ich die Steine wieder aus. Ich staune, sagt Lisa, immer wieder über unseren Gott, den Schöpfer. Wie interessant und weise hat er das Leben seiner Geschöpfe gemacht. Es ist auch sehr interessant zu beobachten, wie die Walross-Mama mit ihrem neugeborenen Walross-Baby umgeht. Sie trennt sich nicht von ihrem Baby und spricht mit ihm mit Hilfe von unterschiedlichen Tönen. Sie nimmt das Kleine mit sich ins Meer
indem sie es mit ihren Vorderflossen an sich drückt oder es sich auf den Rücken legt. Bei der geringsten Gefahr nimmt die Walrosskuh das Walrossbaby und geht mit ihm ins Wasser, wo sie am sichersten sind. Auch wenn sie schon das Schwimmen gelernt haben, bleiben die Kleinen dennoch in der Nähe ihrer Mütter. Wenn sie müde werden, können sie auf irgendeinen Rücken der erwachsenen Walrosse klettern. Niemand wird ihnen die Hilfe verweigern. Die Kleinen leben bis zu 2 Jahren ungetrennt bei ihren Müttern. Auch danach bleiben sie noch in ihrer Nähe und fangen langsam ihr Leben als Erwachsene an. Wer hat den Walrossen denn diese Instinkte gegeben? Ganz klar, es ist Gott. Diese Riesen der Arktis leben nach dem wunderbaren Plan ihres klugen Schöpfers.